Ich erzähle die kurze und wahre Geschichte, teilweise wahre Geschichte von meinem ersten Zauberlehrer, den ich schon hatte, als ich ein kleiner Junge war. Dieser Zauberlehrer, als er älter war, bevor er mich an einen jüngeren Zauberlehrer übergab, schenkte mir am Ende der letzten offiziellen Unterrichtsstunde eine Taschenuhr. Diese Taschenuhr war gedacht als Maskottchen, denn er trug mir auf, diese Taschenuhr immer bei mir zu tragen, auf dass sie mir Glück brächte, als Maskottchen bei meinen Vorführungen. Und tatsächlich, so war es, alle Vorführungen, die ich seitdem bestritt und ich die Taschenuhr als Maskottchen bei mir trug, gelangen ausgesprochen gut. Das Seltsame an der Sache allerdings war, dass diese Taschenuhr in dem Moment, als ich sie bekam, aufhörte zu funktionieren. Sie lief einfach nicht mehr. Wobei, um ganz ehrlich zu sein, ich nicht ganz sicher war, ob es nicht der Grund war, warum er mir diese Uhr schenkte. Sie war schlichtweg kaputt. War es das vielleicht? Doch nun weiter mit einem Ausschnitt aus einer Live-Vorführung. Franziska, ich hab dir, du zauberst auch. Ja, du kannst es ruhig zugeben. Also Franziska zaubert auch, das ist dann immer eine Herausforderung. Und ich habe dir hier ein Bicycle-Spiel mitgebracht, 52 Karten, keine Joker drin, von Ass bis König alles. Und ich würde dich einfach mal bitten, dass du die so ein bisschen in der Hand mischt. Und während du die Karten mischt, würde ich dich einfach mal bitten, dass du an eine bedeutende Uhrzeit in deinem Leben denkst. Das hilft immer, wenn man etwas macht und dann denkt. Und ich würde dich bitten, dass du an eine volle Stunde denkst. Also aus 10.58 Uhr kannst du 11 Uhr machen, aus 11.15 Uhr vielleicht eher 11 Uhr, eine volle Stunde. Vielleicht auch nicht 15 Uhr, dann eher 3 Uhr, weil die Uhren zeigen ja nur, so musst du dir eine alte Uhr vorstellen, das zeigen ja eigentlich nur 12 Uhrzeiten an. Irgendeine, vielleicht bist du verheiratet? Nein. Ah, gut. Also nein, dann hätte ich sonst ja vielleicht gefragt, die Stunde deiner Hochzeit oder... Ja, du siehst so ein bisschen aus wie meine dritte Frau. Aber ein bisschen mischen. Nein, ein bisschen mischen. Ich bin erst einmal geschieden und es ist so super. Also meine erste Frau ist mit meinem Freund durchgebrannt. Ihn vermisse ich sehr. Ruhig nur ein bisschen mischen. Das ist und, aber es ist super Haushälterin gewesen. Also bei jeder Scheidung behält die immer das Haus. Ne? Und okay, hast du jetzt eine Uhrzeit im Kopf, ja. Volle Stunde, gut. Jetzt machen wir noch eine kleine Übung, weil ich möchte gerne, dass du dich endgültig auf diese Uhrzeit festlegst. Und dafür machen wir, hast du genug gemischt? Okay, also ich mache dir das mal vor. Angenommen, du würdest an 3 Uhr denken, nur angenommen, dann würde ich dich bitten, dass du 3 Karten von oben nimmst. Denkst du an 5 Uhr, würdest du 5 nehmen, bei 10, 6, 7, 8, 9, 10. Und ich gebe dir das mal kurz. Und ich werde aber nicht gucken, was du machst, und aber ein bisschen leise zählen, damit ich es nicht höre. Dann halte ich dir, ich gucke in diese Richtung meine Tasche auf und du wirfst die Karten einfach in meine Tasche, so rein. Ich halte die du abzählst. Ne? Ich lege dir die mal her. Wichtig ist, dass hier, ja, ist sonst nichts drin. Also bei 7 Uhr nimmst du 7, bei 10, 10, bei 12, 12. Aber mach es möglichst leise, deshalb so von oben. Und ich halte dir die Tasche auf und... Wenn du fertig bist, sagst du nur fertig. Na, 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 na. Fertig? Okay, okay, okay. Jetzt haben wir eine kleine Übung gemacht. Das heißt, du hast dich endgültig auf diese Uhrzeit festgelegt. Ich habe nämlich festgestellt, das lernst du manchmal Vokabeln? Es ist so, wenn man etwas Haptisches macht oder mit Bewegung, kann man Dinge besser behalten. Also zum Beispiel, wenn ich Vokabeln lerne, gehe ich immer im Raum auf und ab. Und du hast jetzt so gemacht und so und jetzt sitzt das ganz fest in deinem Kopf. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Das Spiel ist zwar jetzt nicht mehr komplett, aber das macht nichts. Dann können wir auch jede Mathematik ausschließen. Ich nehme jetzt einfach mal von den Karten, die du gemischt hast, einfach, ich nehme mal 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Weil es gibt 12 Stunden und die Karten wirfst du bitte auch in meine Tasche. Nicht, dass ich irgendwas sehen kann. Alle in einen Haufen da rein. Wunderbar. Und was ich jetzt mache, ich zeige dir die Karten nacheinander. So, wie du die gemischt hast. Und du merkst dir nur die Karte, die auf deine Uhrzeit fällt.
Okay, wenn du an 4 Uhr denkst, dann merkst du dir die 4. Aber ich sage die Uhrzeit dazu. Wenn du an 7 Uhr denkst, merkst du dir die 7 Grad. Aber ich weiß nicht, an welche Uhrzeit du denkst. Okay? Und du bleibst Pokerface. Lass dir nichts anmerken. So, ja, das ist meine Uhrzeit. Ist einfach. Nein, einfach so bis zum Ende cool bleiben. Fällt dir schwer, oder? Das liegt an meiner... Okay, das wäre 1 Uhr, okay? Das wäre 2 Uhr. Lass dir nichts anmerken. Das wäre 3 Uhr. Das wäre 4 Uhr. Das wäre 5 Uhr. Das wäre 6 Uhr. Das wäre 7 Uhr. Das wäre 8 Uhr. Das wäre 9 Uhr. Das wäre 10 Uhr. Das wäre 11 Uhr. Und das wäre... Oh, das war ein Trick. Das wäre 12 Uhr. Hast du dir die Karte gemerkt, die auf deine Uhrzeit... Dann nimm diese Karten auch, wirf sie auch in meine Tasche. Okay. Du musst zugeben, absolut fair, du hast gemischt. Kann irgendjemand wissen, an welche Uhrzeit du denkst? Nee. Kann irgendjemand wissen, an welche Spielkarte du denkst? Nee. Jetzt werde ich dir gleich 2 Fragen stellen und du versprichst mir bitte, dass du ganz ehrlich antwortest, okay? Gut. Das Erste, was ich, das ist noch keine Frage, was ich sagen muss, diese Uhr, die ja nicht mehr geht, die entweder stehen geblieben ist, was ich nicht weiß, oder die nicht stehen geblieben ist, sondern schon kaputt war, als ich sie bekommen habe, die ist komischerweise auf genau 7 Uhr stehen geblieben. Wenn jetzt mal, guck mal, es blinkt so ein bisschen. Siehst du das 7 Uhr? 7 Uhr. 7 Uhr. Du siehst, die ist um 7 Uhr stehen geblieben. Jetzt würde ich gerne von dir eine Frage, siehst, es ist ziemlich genau 7 Uhr, dass du uns zum ersten Mal sagst, an welche Uhrzeit du denkst. 7 Uhr. Ist das nicht komisch? Das ist ja so ein Zufall. Dass, da ist noch eine andere Sache, die ich nie verstanden habe. Auf der Rückseite dieser Uhr ist etwas eingraviert. Das habe ich erst Tage später entdeckt, nachdem ich die Uhr schon in meinem Besitz hatte. Ich glaube, es könnte auf der anderen Seite sein. Was ist da eingraviert? Herz 4. Würdest du uns zum ersten Mal sagen, an welche Spielkarte du denkst? Herz 4. Ich glaube es nicht. Das ist ja unglaublich. Riesenapplaus für Franziska. Danke.